Die Disney Studios brachten über die Jahrzehnte viele tolle Meisterwerke auf die Leinwand. Erst von Hand gezeichnet, später per Computertechnik animiert. Von allen Zeichentrick-Kinofilmen, die normalen Zeichentrickserien wie DuckTales oder Chip und Chap einmal außen vor, gehört Aladdin neben König der Löwen zu meinen absoluten Lieblingsfilmen von Disney. Ich habe den Film so oft gesehen, dass ich irgendwann aufhörte mitzuzählen. Ähnlich verhält es sich mit der Videospieladaption, zumindest mit der Version von Capcom für das SNES. Nicht nur war es das Spiel zu meinem damaligen Lieblingsfilm, nein, Disney's Aladdin war mein allererstes Videospiel gewesen. Als siebenjähriger Junge hatte ich die Wahl zwischen Super Mario World und Aladdin. Meine Wahl fiel auf Letzteres, was ich nie bereut habe. Irgendwann erfuhr ich dann, dass es eine Version für die Konkurrenzkonsole Sega Mega Drive gab. Das Cover unterschied sich und auch die Screenshots auf der Rückseite der Verpackung waren anders als in meiner SNES-Version. Aber als Kind besaß man damals meist nur eine Konsole und so habe ich die Aladdin-Version auf dem Mega Drive nie zu Gesicht bekommen, da auch in meinem Freundeskreis alle Nintendo-Fanatiker waren. Über die Jahre wanderten weitere Konsolen in meine Sammlung. Ich schaute über den Nintendo-Tellerrand hinaus, schaffte mir die Systeme von Sega, Sony und Microsoft an. Und so fand sich irgendwann auch die Mega Drive-Version von Aladdin in meinem Schrank. Aber glaubt ihr, dass ich irgendwann einmal dazu gekommen bin, diese zu spielen? Natürlich nicht. Mit dem Erwachsenwerden kamen neue Verpflichtungen dazu, die Freizeit schrumpft auf ein Minimum und wurde meist von neuen Konsolen und Spielen geraubt. Über ein kurzes Anspielen von Disney's Aladdin auf dem Mega Drive kam ich nie hinaus. Vor einigen Jahren schenkte mir dann ein Freund seine alte PlayStation mit einer Handvoll Spielen. Und siehe da, eins davon war sogar ein Aladdin-Spiel. Ein neues Aladdin. Wobei, ja, neu ist hier relativ gesehen. Schließlich war das PSX Pendant auch schon 17 Jahre alt, kam aber ganze 7 Jahre nach den 16-Bit-Versionen heraus und war ein Spiel, von dem ich bis dato nichts gehört oder gesehen hatte. Keine Filmversoftung, sondern ein eigenständiger Titel in 3D. Oh Mann, ob das gut ging. Auch dieses Spiel, was im ganzen Disneys Aladdin Nasiras Rache heißt, wollte ich als alter Aladdin-Fan unbedingt spielen, obwohl ich nichts Gutes erwartete. Schließlich hörte man ja nichts von dem Titel. In keinen Toplisten tauchte er auf, nicht einmal in Hidden Gems Auflistungen. Aber gut, ich wollte es selbst sehen und ihr ahnt es vielleicht, auch dazu kam es nicht. Bis jetzt. Nach unserem Umzug ins Eigenheim sortierte ich meine Games in die entsprechenden Regale, als mir alle drei Aladdin-Games in den Schoß fielen. Und da war es dann um mich geschehen. Ich wollte sie spielen, ich war sehr heiß drauf. Jetzt oder nie. Also beschloss ich, alle drei Titel durchzuspielen, nacheinander. Ich wollte sehen, was es mit der Mega Drive-Version auf sich hatte. War sie wirklich besser als das SNES-Pendant von Capcom? Zumindest waren sich viele Gamer im Internet einig. Und das 3D-Abenteuer? Ich musste erleben, wie Acrobat in 3D auf Sonys 32-Bit-Maschine ins Leben gerufen wurde. Gesagt, getan. Zuerst steckte ich die SNES-Version in den Modulschacht und wisst ihr was? Auch nach 24 Jahren verzaubert mich das Spiel mit dem ersten Klang der Intro-Melodie. Ich bin wieder Kind, der 7 Jahre alte Junge, der in den Zauber der Videospiele eintaucht und sich fallen lässt. Arbeits- und Familienstress, alles vergessen. Capcoms Filmumsetzung, die übrigens von Shinji Mikami, dem Resident Evil Schöpfer, designt wurde, folgt klar der Filmhandlung. Man startet in Agrabah, rettet Prinzessin Jasmin wie im Film auch vor dem Obstverkäufer und findet sich bald in der Wunderhöhle wieder. Dort findet man die Wunderlampe, macht einen kleinen Abstecher in Genies Heim und muss vor der Lava fliehen, als die Wunderhöhle zusammenbricht. Nach einem kurzen Stopp in einer alten Tempelruine findet man sich im Palast wieder und muss nach einer guten Stunde Spielzeit Jafar gegenüberstehen. Der Kampf findet in zwei Phasen statt und nachdem der Magier als Schlange ebenfalls besiegt wurde, sind alle Protagonisten frei und glücklich, das Spiel nach gut 60 Minuten zu Ende. 60 Minuten, das kam mir als Kind immer viel länger vor. Aber ich bin ja auch inzwischen mehr als geübt darin. Im Grunde spielt sich Capcoms Aladdin wie ein Plattformer seiner Zeit. Ihr springt durch die Gegend, bewerft Wachen, Fledermäuse und Skorpione mit Äpfeln und müsst genretypisch das Levelende erreichen. Sammelt ihr einen Skarabäus ein, gibt es am Ende eines Levels ein kleines Bonus-Roulette mit Genie, bei dem ihr Energie, Leben oder Continues freischalten könnt. Als kleine Hilfestellungen lässt euch das Spiel zum einen ein Tuch finden, das ihr dann als Fallschirm nutzen könnt und zum anderen sind große wie kleine Rubine in den Levels verteilt. Sammelt ihr einige von den roten Edelsteinen, erhöht sich eure Herzanzahl und ihr könnt mehr Treffer einstecken. Capcoms Disney Games besaßen Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre einen eigenen Charme, wie ich finde, und Aladdin ist hier keine Ausnahme. Es spielt sich traditionell, lässt sich wunderbar steuern und sieht gut aus. Zwar nicht das bestaussehendste Jump'n'Run auf dem System, aber die großen Charaktersprites können sich ebenso sehen lassen wie die Level-Hintergründe.
Wenn ihr auf ganz Agrabah mit dem Schloss des Sultans im Hintergrund schauen könnt oder mit Jasmin durch den Nachthimmel fliegt, es wirkt alles wie aus einem Guss. Und das war damals bei Capcom Standard. Nach gut 60 Minuten laufen die Credits und ich stelle auch 2017 fest, dass Aladdin auf dem SNES ein gutes Spiel ist, das den Charme des Kinohits sehr gut einfängt. An dieser Stelle möchte ich eine kurze Anekdote erzählen. Damals ging auf dem Schulhof das Gerücht rum, dass man in der SNES-Version von Aladdin ein Schwert finden konnte. Es sollte ein geheimes Item sein, das irgendwo im Spiel versteckt wurde. Naiv und neugierig wie ich war, suchte ich Level für Level ab. Und irgendwann war ich dann überzeugt, dass das Schwert in den Sandruinen versteckt sein musste. Via Passwort spielte ich den Level wieder und wieder und wieder und wieder, ohne Erfolg. Irgendwann gab ich mich dann doch geschlagen. Umso gespannter war ich auf die Mega Drive-Version des Spiels, denn in dieser hat Aladdin ein Schwert und weiß es zu benutzen. Allein dieser kleine Umstand machte das Spiel damals für mich irgendwie erwachsener. Entwickelt wurde Aladdin auf die Mega Drive von Virgin Interactive und auch auf Segas Konsole folgt man als Spieler den Ereignissen der Filmhandlung, weicht aber auch ein wenig davon ab. So beginnt man wie beim SNES in Agrabah, landet dann aber nicht wie auf Nintendos Konsole sofort in der Wunderhöhle, sondern findet sich in der Wüste wieder und muss zwei Teile eines Skarabäus suchen, was im Film nicht vorkam. Daraufhin spielt man im Palastkerker und muss aus dem Verlies entkommen, bevor man endlich einen Fuß in die Wunderhöhle setzen kann. Grundsätzlich ähneln sich die Areale beider Spiele aber schon, rein von der Struktur her, denn Aladdin auf dem Mega Drive ist ein grundlegend anderes Spiel als auf dem Super Nintendo. Das macht sich sofort im Aussehen und vor allem in den Animationen und Details bemerkbar. Die SNES-Version in allen Ehren, ich liebe sie, wirklich, aber Capcoms Aladdin kann in Sachen Animationen und Details der Mega Drive-Version nicht das Wasser reichen. Unglaublich, wie gut das Spiel auf Segas Konsole aussieht und wie geschmeidig sich die Charaktere bewegen. Grund dafür sind die Animateure der Disney Studios, die damals für Virgin Interactive die Animationen der Figuren gezeichnet haben. Hier saßen die Entwickler an der Quelle und das sieht man in jedem Abschnitt des Spiels. Oft wirkt es so flüssig und geschmeidig, dass man vergisst, dass man ein 24 Jahre altes Spiel spielt. Es wirkt einfach zeitlos. Chapeau, Sega. Dazu kommt die wirklich tolle Musik. Zwar ist der Soundchip des Mega Drive deutlich schwächer, aber mir gefällt der Soundtrack der Mega Drive-Version trotzdem besser, weil sich die Musikstücke stark am großartigen Soundtrack des Films orientieren. Capcom setzte bei seiner Version vermehrt auf eigene Kompositionen, was mir gut gefiel, aber nie an die Brillanz der originalen Musik rankam. Was die technische und akustische Seite anbelangt, zieht die SNES-Version in meinen Augen tatsächlich den kürzeren, was ich nicht gedacht hätte. Immerhin bin ich der absolute SNES-Fanboy, aber hier muss ich zugeben, dass der Mega Drive die Nase vorn hat. Allen voran wegen den mega hübschen Animationen. Ich meine, seht euch das hier mal an. Spielerisch fällt die Mega Drive-Version in meinen Augen im Vergleich aber ein wenig ab. Und das trotz Schwert. Klar ist es cool, die Gegner nun mit dem Schwert zu erledigen, anstatt auf sie zu hopsen. Aber ich finde, dass sich Aladdin auf dem Mega Drive ein wenig, ja, wie soll ich euch das sagen, holprig steuert. Rein die Steuerung des Helden ist in meinen Augen auf dem SNES direkter, was sich im Spielgeschehen besser anfühlt und mehr Sicherheit bei Sprüngen verschafft. Das ist aber wirklich nur meine persönliche Wahrnehmung, einfach auch, weil ich beide Spiele direkt hintereinander gespielt habe. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich bei der Mega Drive Version keine Routine habe wie beim SNES Pendant, aber ich bin deutlich öfters gestorben. Virgins Aladdin ist schwerer als Capcoms Fassung, einfach weil es mehr Gegner gibt, die einen angreifen. Auf der anderen Seite aber auch steuerungsbedingt, da viele Sprünge auch einfach nur misslangen. Aus diesem Grund brauchte ich beim ersten Durchspielen auch fast doppelt so lange, um die Credits bestaunen zu dürfen. Erneut musste Jafar dran glauben und ich bin froh, mein zweites Mega Drive Spiel durchgespielt zu haben. Das erste war Sonic the Hedgehog, was ich im Rahmen meines Andy Does What Nintendo Don't Videos durchgespielt habe, ihr erinnert euch. Innerhalb von gut 3 Stunden sind also beide Aladdin Games der damaligen Konkurrenzkonsolen Geschichte. Welches hat mir nun besser gefallen? Konnte die Mega Drive Version meinen All-Time Klassiker auf dem SNES schlagen? Jein. Spielerisch finde ich die SNES-Version einen Ticken besser, da es sich direkter und damit auch besser steuern lässt. Was die grafische und musikalische Gestaltung angeht, so hat sich Segas Aladdin aber einen Platz in meinem Herzen verdient. Einfach klasse, was die Entwickler da rausgeholt haben. Für mich sind beide Spiele ebenbürtig, einfach weil es zwei so unterschiedliche Spiele sind, die ein und dasselbe Thema behandeln. Gut, dann wären die 16-Bit-Titel also beendet. 3 Stunden Spielspaß sind ins Land gezogen. Auf die zahlreichen Ports des Mega Drive Klassikers gehe ich an dieser Stelle nicht ein, da ich sie schlechtweg nicht gespielt habe. Aber was ist nun mit dem Ableger für PS1?
Dem Namen nach zu urteilen, folgt es nicht der Filmhandlung von 1993. Was hat es also mit Aladdin Nasiras Rache auf sich? Ein Blick ins Internet verrät, dass es sich hierbei um ein Abenteuer handelt, das nach dem zweiten Aladdin-Film Jafars Rückkehr, aber noch vor dem dritten Film Aladdin und der König der Diebe spielt. Also ist die Handlung quasi parallel zur Zeichentrickserie angesiedelt, die ich übrigens auch sehr gemocht habe. Das erste, was mir auffällt, als die Disc in meiner PlayStation 1 rotiert, ist der wunderschöne Soundtrack, der mich schon im Hauptmenü zum Träumen bringt. Eine hoch auf die CD-Qualität der PlayStation. Und sobald das Spiel losgeht, erlebe ich die nächste positive Überraschung. Das Spiel ist komplett in Deutsch vertont und das Beste, es sind sogar die Originalsprecher aus der Serie mit an Bord, was das gesamte Spiel auf ein schön hohes Niveau hebt, da ich beim SNES und Mega Drive nur mit Textpassagen leben musste. Guten Morgen, Genie. Was soll der Weckruf? Al, wie konntest du mir das antun, nach allem, was ich für dich getan habe? Warum tust du mir so etwas an? Haben dir die Wünsche nicht gereicht? Ihr müsst wissen, ich habe die Filme und auch die Serie schon lange nicht mehr gesehen. Und jetzt die bekannten Stimmen der Charaktere zu hören, tja, es ist einfach schön und ein Flashback in meine Jugend. Also dann, worum geht's? Nasira, eine zwielichtige böse Gestalt und gleichsam Jafars Schwester, nimmt es Aladdin und Konsorten übel, was sie mit ihrem Bruder angestellt haben. Also plant sie natürlich, Jafar von den Toten zurückzuholen und entführt erst einmal den Sultan und Prinzessin Jasmin. Auf Aladdin setzt Nasira ein Kopfgeld aus und plant, den jungen Helden für die eigenen Zwecke zu missbrauchen. Soweit, so vorhersehbar. Aber hey, solange der Plot funktioniert, kann er ruhig zweckmäßig sein. Schließlich haben wir es ja hier mit einem 3D-Plattformer zu tun. Da kann die Handlung ruhig zweitrangig sein, oder? Das Spiel fängt, oh Wunder, in Agrabah an und ihr lernt von Genie die grundlegende Steuerung. Laufen, springen, mit dem Schwert zu schlagen, Äpfel schmeißen. Alles, was man zu SNES und Mega Drive Zeiten tun konnte, kann man auch hier machen. Und ein wenig mehr, denn Aladdin kann sich auch an Seilen festhalten und zu Abgründe überqueren, eine Stampfattacke ausführen, um Gegner zu schädigen, sich leise anschleichen, um Äpfel von einem bösen Obstverkäufer zu klauen und sogar Boot fahren oder auf Eis rutschen wie ein kleiner dicker Klempner zu SNES-Zeiten. Das Move-Repertoire ist schon beachtlich und funktioniert die meiste Zeit recht gut. Leider spielen sich die Schwertkämpfe sehr hackelig und auch einige Sprungpassagen sind, nerviger 3D-Kameraführung sei Dank, eher zeitraubend. Die Level dagegen sind aber überraschend vielfältig und teilweise offen. Ihr rennt also nicht strikt durch, sondern müsst hier und da diverse Aufgaben lösen. Das geht los mit Finde Schlüssel X, um Tür Y zu öffnen und enden mit einem großen Levelabschnitt, wo es darum geht, in einer Pyramide Schalter und Schieberätsel zu lösen, die euch ein wenig Köpfchen abverlangen. Lustig war auch die Aufgabe, in der ich einer Wache ein Stück Kuchen bringen musste, damit er mich in den nächsten Levelabschnitt durchlässt. Im Großen und Ganzen sind die Level schön abwechslungsreich und wissen zu gefallen, Bossgegner inklusive, auch wenn diese wirklich sehr leicht zu besiegen sind. Allgemein richtet sich der Schwierigkeitsgrad bis auf die letzten paar Level im Spiel an das jüngere Publikum, was nicht heißt, dass auch ältere Disney-Fans keinen Spaß an dem Titel haben werden. Überrascht habe ich aber aus der Wäsche geschaut, als ich plötzlich Abu und später auch Prinzessin Jasmin steuern durfte. Verschiedene spielbare Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten, fragt ihr? Yep, genau das. Während sich Aladdins Spielabschnitte eher wie ein Plattformer mit Action-Adventure-Elementen steuern, verkommen Abus Parts zu einem reinen Jump'n'Run, wo ihr zum Beispiel über Plattformen springen müsst, um ans Ziel zu kommen. Wenn ihr die Rolle von Jasmin übernehmt, wird das Spiel zu einem Stealth-Adventure, wo es darum geht, versteckt in einem Krug durch die Level zu gelangen, ohne von Feinden entdeckt zu werden. Nichts Kompliziertes und auch nur ein Level im Spiel, aber doch sehr spaßig, da ist das Spielgeschehen zum Ende hin nochmal komplett umkrempelt. Und die aus den SNES und Mega Drive Versionen bekannten Bonuslevel gibt es hier ebenfalls. Nur sind diese eher an die Geschicklichkeitslevel eines Crash Bandicoot angelegt und sehr frustrierend, da euch oftmals die Steuerung einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe keines dieser Bonuslevel heil überstanden. Ein Wort zur Präsentation. Ihr seht es ja im Video, das Spiel sieht für damalige Verhältnisse ganz okay aus, ohne aber mir die Kinnlade auf den Boden fallen zu lassen. Ich kenne viele Spiele aus dem Jahr 2000, die im Vergleich hübscher sind. Aber ich finde, der grafische Stil und auch die Umsetzung passen zum Gesamtprodukt. Auf mich wirkt die Szenerie stimmig, wenn wir mal von den grausigen Charaktermodellen absehen. Die sind wirklich richtig, richtig schlecht. Diese hätten wahrlich noch ein bisschen Feinschliff vertragen können. Hässlich ist Aladdins erster 3D-Auftritt im Gesamten aber nicht.
Sound ist auf der anderen Seite durchaus gelungen. Originalstimmen, bekannter Soundtrack, der mit neuen Melodien arrangiert wurde und eine tolle Effektkulisse sprechen für sich. Allein die Musik im Haupt- und Lademenü könnte ich den ganzen Tag hören. Nach gut 7 Spielstunden und 30 verschiedenen Levels war ich aber dann auch hier am Ende des Spiels angelangt. Durchaus positiv überrascht gab es auch Dinge, die mich genervt haben. Vor allem zum Schluss des Spiels habe ich wirklich viele Leben verloren und zum Ende hin auch einen Cheat aktiviert, um durchzukommen. Die Steuerung hätte direkter sein können, die Kämpfe mit Aladdin spannender, die Bosse kniffliger und die Kamerasteuerung geschmeidiger. Aber alles in allem hatte ich sehr viel Spaß mit Aladdins erstem 3D-Abenteuer. Mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Neugierig warf ich einen Blick ins Internet, um zu schauen, wie denn das Spiel damals von der Presse aufgenommen wurde, und war erstaunt. Im Schnitt nur 60% Endwertung. In meinen Augen zu wenig. Aber da sind wir mal wieder beim leidigen Thema subjektive Objektivität. Ist Aladdin Naziras Rache ein gutes Spiel? Rein objektiv betrachtet, wenn ich außen vor lasse, dass ich großer Disney- und Aladdin-Fan bin, das Genre sehr mag und 3D-Jump'n'Runs der PlayStation 1 und N64-Ära das ein oder andere Manko verzeihen kann, weil ich eben mit den Systemen aufgewachsen bin, dann ist Aladdin nur Durchschnitt und sicherlich die 60% wert, wie sie im Internet kursieren. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich mag Disney-Games. Ich mag Aladdin und ich liebe Jump'n'Runs, vor allem die der 32- und 64-Bit-Ära. Ich weiß, dass 3D-Plattformer seinerzeit noch in den Kinderschuhen steckten. Daher kann ich bei der Kamera und Steuerung auch gerne ein Auge zudrücken. Und seien wir mal ehrlich, wer kauft sich so ein Spiel, na? Vielleicht Disney oder auch im Besonderen Aladdin-Fans, oder? Und die werden bei Aladdin Naziras Rache für 7 Stunden gut unterhalten, genau wie ich. Eine Wertung werde ich nicht geben, davon bin ich inzwischen weg. Aber ich spreche eine Hidden Gem-Empfehlung aus für jeden Disney-Fan, der gerne PlayStation 1 und N64-Spiele dieser Art mag. Nach 3 Spielen auf 3 Systemen und 10 Stunden Spielspaß mit ein paar Frustmomenten sind meine Abenteuer in Agrabah zu Ende und ich bin bei meinem Fazit angekommen. In meinen Augen verdienen es alle 3 Spiele von Retro-Gamern gespielt zu werden. Die ersten beiden zählen heute zu absoluten Klassikern ihrer Zeit, während das dritte im Bunde von dieser einfach vergessen wurde. Zugegeben, auch ich schenkte Aladdin Naziras Rache wenig Beachtung, war mit vielen anderen und objektiv gesehen auch besseren Spielen dieser Ära beschäftigt, aber ich muss zugeben, dass ich nicht bereue, meine PlayStation 1 angeworfen zu haben. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Video andere Aladdin-Fans motivieren konnte, dem PlayStation 1-Ableger eine Chance zu geben. Denn egal ob in 2D und 16-Bit oder in waschechtem 3D, Aladdin und seine Abenteuer aus 1001 Nacht sind eine Reise wert.